ein Lächeln der Erinnerung ins Gesicht. Bei den Älteren. Denn nur die kennen das Blechspielzeug noch. Josef Wagner hat vor vielen Jahren sein Herz daran verloren. Ja, das hat eine Seele, das Spielzeug. Ja? Blechspielzeug hat Seele. Man muss immer Kind bleiben auf dieser Welt. Gell? Weil man kein Kind bleibt, ist man ein alter Mann. Ja? Gell? Und da bleibt Josef Wagner lieber Kind. Der 78-Jährige steht noch jeden Tag an den Maschinen und stellt Spielzeug her. Früher tat er das als Angestellter. Aber als in den 70er Jahren die großen Fabriken schließen mussten, kauft er einige Maschinen und ist seitdem der letzte deutsche Blechspielzeugfabrikant. Es sind ungefähr 15 Werkzeuge. Die kosten unheimlich viel Geld. Werkzeuge sind die gefrästen Formen, mit deren Hilfe Josef Wagner die Figuren und Teile des Spielzeugs aus dem Blech stanzt. Ich mache das so noch mal weiter und dann kommt der Enkel wieder nach. Gell? Ich glaube, er ist schon 16 Jahre alt, ja, der Enkel. Der hat auch Werkzeug machen, der macht da weiter. Gell? Muss ja weiterlaufen. Die Hände, die hier liebevoll jedes Blechteil biegen und zusammenstecken, gehören Josefs Sohn Michael. Die Wagners liefern ihr Spielzeug in die ganze Welt an Sammler und Liebhaber. Der Verkaufsschlager des Familienbetriebs ist das Karussell. Die Fantasiewelt von früher. Man hockt im Karussell und denkt sich, ja, Mensch, klasse. Da kommt man immer wieder schwärmen davon, von dem alten Blechspielzeug. Sogar das Aufziehwerk ihrer Spielzeuge fertigen die Wagners komplett selbst. Jedes Zahnrad stanzen sie aus, sogar die Messingstutzen sind Eigenproduktion. Die Werke brauchen keine Batterien und der Seniorchef schwört, dass sie 100 Jahre halten, mindestens. Billigwerke aus China kommen Josef Wagner nicht ins Haus. An einem Arbeitstag bauen die Wagners rund 20 Karussells. Die Wagners könnten expandieren, Mitarbeiter einstellen, Werbung machen. Aber sie müssen es nicht. Sie sind zufrieden. Alles erledigen sie selbst, auch das Einpacken und Verschicken. Entschleunigt geht es zu in Emskirchen und das noch für ein paar Generationen, hoffen die Wagners zumindest.